Hallo, willkommen im neuen Park aus Zelda Windwege HD. Gut, ich habe so ein Stück mal vorgefahren zu Peludien. Die Insel dürfte eigentlich gleich da in die Ecke, also in diese Richtung. Na komm, lass uns Ruhe. Gut, Portemonnaie wäre schon da, also in diese Richtung. Lad meine Karte. Gut, machen wir erstmal den Wind mal richtig. So. Da gehen wir schon mal die Richtung hin. Da steht schon mal Peludien. Also. Gut, da vorne ist die Insel. Na, legen wir mal den Monster. Diese Bombe hier. Okay, da können wir das einsetzen. Wo wir halt danach hin müssen, weiß ich nicht ganz so genau. Das können wir dann gerne jetzt zum Kommentar schreiben, wo wir halt danach hin müssen. Halt nach das Monster. Gut, sind wir gleich da. Okay, jetzt müssen wir erstmal allein gucken, wo das Monster ist. Supi, der wackelt schon mal die Briefkasse. Gut, da haben wir so eine Karte erhalten. Okay, dann sehen wir so, wo Terry Händler ist und so überall. Auf die Karte hier. So, dann gucken wir erstmal in das Haus mal rein. So, dann reden wir mit ihr. Der Typ ist immer noch niedergeschlagen. Wir als Mächte, die holen wir natürlich wieder zurück. Ganz klar. Dann suchen wir auf jeden Fall erstmal das Monster. Ich glaube, es ist hinter das Felsen. Dann gehen wir zurück. Na, rauchen wir dir. So. Das Monster, der glaube ich, hier um diese Ecke. Irgendwo um diese Insel herum. Okay, das wäre es schon mal. Oh, verdammt. Gut. Feuer wieder, Mann! Gut. Weg damit. Ja, der Ding mal kaputt. So. Okay, Feuer mit am Ende.
Sehr gut, das ist schon mal weg. Oh, komm. So, wie lang das auch? Mit die Bombe jetzt. Okay, noch letzte hier. So, jetzt kommt der Monster. Glaube ich mal. Oder wir müssen in die Höhle rein. Dann rein da. Das haben wir Monster ja. So, da haben wir es jetzt. Gut, dann raus hier. Okay, dann wollen wir gucken, wo wir es hin müssen. Sehr gut. Wir haben eine Zielmarkierung, wo wir hin müssen. Das freut uns ja. So, das spart uns viel Zeit. So. Dann erstmal diese Richtung hier. Auf unserer Karte sehen wir drei Wirbel und da müssen wir auf jeden Fall hin. Wenn da müssen wir die drei komische Dinge abgeben. Der erste ist da vorne schon mal. Dann das zweite und der dritte. Die liegen ja direkt auf dem Weg von dir aus. Das passt ja. Dann erstmal rum. Okay, mit dem richtigen Weg und bis ich da vorne mal hin ankomme, kann ich mal wenigstens mal sagen, ich habe da so eine neue Facebook-Seite erstellt, die heißt dann PS4, also PlayStation 4, die ist undirekt verlinkt, der erste Link, sage ich mal, ist der Link von meiner Seite für die PlayStation 4, da kommen aber schon ein paar Sachen über die PS4, wie sie weiter spiele oder so, oder halt über Frage, was für Spiele bekaufst du dafür? Und meine andere Like-Page für meinen YouTube-Kanal, die ist auch natürlich verlinkt. Die könnt ihr gerne mal gucken. Meine Fanpage-Seite Sakul3&Lukas ist natürlich auch da verlinkt für euch. Da poste ich immer meine neuen Videos, die ich da hochlade, aber schon mal. Oder ein paar Texte. Ja, könnt ihr gerne bei der Seite mal liken. Halt meine Seite für meinen YouTube-Kanal, Sakul3&Lukas, da hat die Like-Page davon und die Like-Page von die PS4. Die PS4 ist auch direkt mal verlinkt für euch, könnt davon beistauen, die Like-Page und die Like-Page von meinem Kanal.
Warte mal. Von Weiterrede, gucken wir erstmal. Und von da habe ich den Typ. Wenn ich aus einem Sturm reinfahre, natürlich nicht so gut. Okay. So. Okay, erstmal diese Insel da vorne. Dann machen wir kurz nochmal den Wind hier richtig. So. Okay, wo war ich stehen geblieben? Meine Seite von Zakultra und Lukas, meine Like-Seite für Facebook halt, ist in jede Videobeschreibung verlinkt von das Video hier. Und natürlich auch mein Kanal verlinkt. Das für die PS4 ist jetzt nur unter dieses Video verlinkt. Ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Jo, dann fliegen wir da hin. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch beide Truppe von Sakura und Lukas, die Like-Page zahlt, gerne noch ein paar Leute einladen. Das für die PS4 könnt ihr gerne auch noch ein paar Leute einladen. So. Könnt ihr gerne beides machen. Gut, dann geben wir dann das Ding mal ab. So. Dann schnell wieder aufs Schiff. Wo ist der König denn? Der lolle König. Da vorne, oder? Dann kann natürlich wieder eine Flasche. Okay. So. Gut, dann machen wir erstmal den Wind in die richtige Richtung. Sehr gut. Dann fahren wir mal in diese Richtung. Nach vorne das zweite, was wir eingeben müssen. Das werden wir natürlich auch machen. So, wir müssen dann weiter in die Richtung. Und Portemonnaie wäre ganz in Nähe, da können wir da und dann den nächsten Part vielleicht, oder diese Part schon, das neue Segel kaufen. Werden wir dann mal gucken, wann wir das machen werden. Gut, aber erstmal weiter in diese Richtung. Dann bald mal zu das Ding kommen, so das zweite Ding, wo man da eingeben müsse. So. Das wäre dann schon die richtige Richtung. Das wäre dann noch ein paar Meter. Okay, dafür noch Sturm, den weiß ich mir aus. Aber knapp. Gut. Okay, wo wäre das Ding denn? Irgendwie ist noch so eine kleine Insel. Dann wollen wir mal gucken, wo die genau ist. So, könnt ihr mal mit aushalten, wo die Insel genau ist.
Gut. Ich sehe die schon mal nirgendwo. Da vorne, glaube ich. Gut. Dann gehen wir da erstmal hin. So, da wären wir. So, erstmal noch rauf. Dann wollen wir. Dann gehen wir erstmal ab. Das vorletzte Ding. Also die Statue findet ihr so schwer. Sie sind auf die Karte eingezeichnet als Wirbel. Gut. So, das war die richtige Richtung. Gut, darauf zu der letzten Ding. Zu der letzten Statue. Okay, dann wollen wir da hin. Ist ein ziemlich großes Stück weit. Gut, dann sehen wir da hin. Und da vorne wären so die Portemonnaie, so ein verdammt in die Nähe. Jo. Gut. Dann sehen wir, was wir da hin. Da kommen wir bald schon dahin an. So, abbiege. So, nochmal ein wenig den Wind umändern. Na komm. So. Die Statue da vorne jetzt. Gut, dann fahren wir nochmal hin. Einfach weit dran aus und dann kommen wir schon bald da an. So. Immer schon weiter in die Richtung. Und dann wären wir schon bald schon da. Gut, in den Bereich von dem Wölbe kommst du rein. Dann dürfte die eigentlich ganz in der Nähe sein. Bestimmt irgendwo in die Mitte. Ah, verdammt. Der hat uns voll erwischt. Gut, können wir dann Ausweise? Nein, nicht so gut. Verdammt, wo sind wir jetzt denn? Ach, verdammt, hat er irgendwo mit den Nirgendwo hingeschickt. Ich war so fast da gewesen. Gut, können wir auch nicht ändern. Da müssen wir weiter segeln. Gut, einfach diese Richtung jetzt. Dann warten wir kurz so lange, bis wir da sind.
Okay, dann hoffe ich mal, damit da bald bei ankomme. So, hier ist er natürlich schon ziemlich weit wieder. Mann, oh Mann. So, Schleife müssen da. Gut, unterwegs hole ich mir wenig die Flasche mit. Oh, verdammt, vorbeigefahren. Dann auch egal. Die Stürme sind echt gefährlich, wenn wir zu nah rankommen. So, könnte noch ein wenig dauern, bis ich mir ankomme. So, also ziemlich schon, ist das schon eine Spanne, bis ich wieder halt hinzusegeln. Dann warten wir noch so lange. Okay, einfach immer so in die weitere Richtung. Da vorne wieder Portemonnaie bald. So, die Flasche will ich mal mithole. Da können wir wenigstens was lesen unterwegs. So, was haben wir da? Okay, der weiß halt nicht, wo der Bossschloss ist. Also wo der Boss ist, das ist, glaube ich, den Waldtempel. Und er hat davon so ein Foto gemacht davon. Ah, okay, der weiß nicht, wo der Boss Schlüssel ist. Klar, da können wir natürlich helfen. Gut, dann sehen wir da mal hin. Gut, da wären wir wieder. Dann jetzt muss ich Auge aufhalten, wo es halt ist. Und nicht den Sturm anfangen, bloß nicht. Schön weit weg von dem. Okay, da wäre die Insel. Immer so ein Sturm im Auge behalte. Der kommt ziemlich daran. Ja, runter, weg von Sturm. Weg. Sturm ist wirklich gefährlich. Gut, erstmal gucken, was in die Flasche ist. Ein paar kleine Gegner, jo. So, da hätten wir die letzte Statue. Ja, und jetzt geht das Ding in die Luft. Ist dann klar. Okay, die verbindet sich jetzt. Verstehe.
Und das ziemlich schnell sogar. Jo, Qualfoss. Geil, geil. Ja, da kommt das ziemlich große Tempel. So, ein Tempel können wir natürlich schon mal reingehen. So, mal gucken erstmal, wo Portemonnaie ist. Na gut, von hier aus Portemonnaie natürlich wieder weiter weg. Gut, dann wollen wir erstmal im Tempel reingehen. Gut, da holen wir vorne erstmal die Flasche. So, guck ich mal. Ja, schönes Bild. So, reimt uns. Okay, dann gucke ich mal, wo ich lang muss. Gut, jetzt haben wir etwas mit Wasser. Gut, Leute, im nächsten Part werden wir gucken, wie hier es weitergeht. Okay, bis dann, Leute, und haut rein.